Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Mitten in der Stadt. Die Augsburger Moritzkirche feiert ihren 1000. Geburtstag. Mitten in der Gemeinde. Die Pfarrsekretärinnen feiern das 20-jährige Bestehen ihres Berufsverbandes. Und ein Blick nach oben, der sich lohnt. Augsburger Hausmadonnen sind Zeitzeugen und Wegbegleiter. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Die Moritzkirche ist eine der ältesten Kirchen in Augsburg. Mitten in der belebten Innenstadt ist sie ein Ort des Glaubens. Und das seit fast 1000 Jahren. Dieses Jubiläum möchte die Moritzkirche jetzt feiern. Den Auftakt zum Festjahr machte an diesem Sonntagvormittag ein feierlicher Gottesdienst. Doch das war noch längst nicht alles. Wir waren mit dabei. Ein Kelch, geschmiedet aus einem einzigen Barren Silber, als Symbol für den Kern unseres Glaubens, das Sakrament der Eucharistie. Mit diesem Geschenk aus dem Hause Fugger startete der Festgottesdienst zum Jubiläumsjahr. 1000 Jahre St. Moritz, das bedeutet 1000 Jahre Begegnung mit Gott, aber auch 1000 Jahre Begegnung mit den Menschen. Für viele ist diese Kirche mitten im Herzen Augsburgs eine geistige Heimat geworden. Es ist wohl so, dass unter den 1000 Möglichkeiten, die heutige moderne Gesellschaft einem Menschen bietet, die Frage der richtigen Orientierung umso schwieriger ist. Und das geht ja bereits von Kindesbeinen an, wo Kinder bereits auf der Suche sind und oft keine Antworten von ihren Eltern mehr empfangen dürfen, wo ein Religionsunterricht gefordert ist und schließlich selbst eine mediale Welt sich schwer tut, Menschen ihre Sinnfragen zu beantworten. Hier ist ein Platz wie St. Moritz unerlässlich. Hier braucht es eine solche Begegnungsstätte. Hier braucht es das offene Ohr, den Moritzpunkt, das Gespräch und die Begegnung mit Menschen. 1000 Jahre St. Moritz, Patrozinium der Kirche und Fertigstellung des Innenhofs. Dieser Tag bot gleich dreimal Anlass zur Freude. 10 Jahre ist es nun her, dass das Londoner Architekturbüro John Parson beauftragt wurde, erst das Gotteshaus und später auch die sich anschließenden Räumlichkeiten neu zu gestalten. Mit der Segnung des Innenhofs fand das Projekt seinen feierlichen Abschluss. Reduktion, Symmetrie, Wiederholung, diese Stichwörter charakterisieren St. Moritz von heute. It's hugely gratifying to see. Es freut mich sehr, die Kirche hier mit all den Menschen erleben zu dürfen. Man kann die Atmosphäre spüren, all die glücklichen Leute, die an diesem ruhigen Ort Gott noch näher sind. Also ich finde, das Ergebnis ist gut geworden. Architektur ist nichts ohne die Menschen, es ist für Menschen gemacht. All die Gläubigen zufrieden zu sehen, das erfüllt mich. Der neu gestaltete Innenhof soll künftig Ort der Ruhe und des Rückzugs sein, als vorsakraler Raum außerdem die Möglichkeit zur Begegnung bieten mit sich selbst und mit anderen Menschen. Und es dauerte nicht lange, bis die Besucher an diesem Tag den Innenhof in Besitz nahmen. Bei der Umgestaltung von St. Moritz ging es zu jeder Zeit darum, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen wohlfühlen, denn erst dann wird Glaube lebendig. Das heißt für mich, einen ganz neuen Raum zu erfahren, wo man einfach nochmal ganz anders zur Ruhe kommen kann wie vorher, weil es einfach durch diesen Minimalismus geprägt ist auf das Wesentliche. Ich glaube schon, dass eine Kirche, die vielleicht auch sehr stark mit, sag ich mal, Ausstattung oder Symbolik so überladen ist und vielleicht die Menschen heute oft auch ein bisschen überfordert oder die Distanz so groß macht. Und das finde ich an der Kirche hier so schön, dass die eigentlich nur den Raum so freilegt und den Menschen einfach in dem Raum so belässt. Das ist ganz was Tolles, ganz was Warmherziges. Also es ist nicht so kühl, wie man glaubt, weil das alles weiß ist und sonst nichts, sondern es ist ganz warmherzig, ganz toll und ganz wunderbare Architektur. Nicht nur heute beim Pfarrfest, sondern ein Jahr darf nun gefeiert werden. Und bei 1000 Jahren St. Moritz gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einmal zurückzublicken. Doch noch wichtiger soll während des Festjahres der Blick nach vorne sein, denn so ein Jubiläum bedeutet auch Verpflichtung. Das Christentum hat ja im Innersten eigentlich eine Erneuerungskraft in sich. Das heißt, es geht im Christentum immer darum, alles neu zu machen. Das heißt, wenn wir stehen bleiben würden und sagen würden, jetzt ist es gut, dann sind wir schon auf dem Holzweg. Also Gott kommt uns aus der Zukunft entgegen, das glauben wir, und deswegen ist die Zukunft sein Land. Und deswegen sind wir aufgerufen,
immer mehr und immer besser in diese Zukunft hineinzugehen und ihm entgegenzugehen. Nicht nur entgegengehen, sondern mit großer Freude und Zuversicht entgegenfeiern. Das passiert im Jubiläumsjahr mit viel Liturgie, Kunst und Musik. Im Mittelpunkt aber soll das Miteinander stehen, denn die Gläubigen von St. Moritz sind es, die die Kirche erst zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Ein erstes Highlight ist die Kunstinstallation Wandeln der Augsburger Künstlerin Karen Irmer. Als der Kunstreferent der Moritzkirche vor 3 Jahren auf sie zukam, um sie mit einer künstlerischen Arbeit für den Start des Jubiläumsjahres zu beauftragen, erfüllte sich für die international tätige Künstlerin ein stiller Wunsch. Wir waren kurz vor der Eröffnung dort. Am liebsten möchte man darauf zulaufen und eintauchen in die ruhige Bewegung des Wassers, das den Raum öffnet wie ein Tor. Nicht nur den Raum, auch die Sinne des Betrachters. An der Stelle, wo sonst ein 3 Meter hohes Kreuz steht, verschwimmen nun bei der Videoinstallation Innen und Außen. Ich nehme ja absichtlich in dieser Aufnahme bestimmte Dinge weg. Also ich wähle den Ausschnitt so, dass der Betrachter nicht weiß, wo habe ich es aufgenommen, wann habe ich es aufgenommen. Also es fehlen so Referenzpunkte, es fehlt die Größe, es fehlt irgendwie auch die Uhrzeit durch die Art des Lichtes. Man kann nicht genau orten, wo man sich da befindet, was ist hinter dieser Wasserfläche, ist da Himmel, ist da nochmal Land, ist da nochmal Wasser. Und mit dieser Art aufzunehmen, verändere ich natürlich die Wahrnehmung derer, die das ansehen. So ähnlich ist es auch bei dem Bild im südlichen Seitenschiff. Sind es nun Wolken oder Wasser? Die feinfühligen, sensiblen Werke der Multimedia-Künstlerin passen in diesen Raum. Sie wecken eine unbestimmte Sehnsucht. Moderne Kunst in Kirchen soll keine dekorative Funktion haben, sondern ein Spannungsfeld aufbauen. Sie spielt mit den Gedanken, die auch dieses Fest ja bewegen. Das ist die Zeit. Das ist der Raum und das ist der Mensch in diesen Dingen. Und von daher ist es eine wunderbare Installation, die uns jetzt in den ganzen Wochen der Eröffnung hier begleiten wird und, ich sage jetzt mal, ein sakraler Raum in Kontrast oder in Begegnung, im Dialog mit Kunst ist einfach nochmal ein ganz spannender Moment, um dieses Fest ja zu eröffnen und die Leute auch mit Spannung hier in den Kirchenraum zu holen. Besonders fesselnd ist die Videoinstallation über dem auferstandenen Christus. Weiße Vögel, die auch mal wie kleine Sterne aussehen. Genau an der Stelle, wo die Moritzkirche im Zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört und offen war. Sichtbar wird die Installation erst in der Dämmerung. Auch während der Gottesdienste soll sie wirken, ohne diese zu stören. Die 3 Arbeiten mit dem Titel Wandeln von Karen Irmer sind bis zum 4. November zu sehen. Sie sind die Visitenkarte der Kirche vor Ort. Das hat Generalvikar Harald Heinrich in dieser Woche über die Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre des Bistums Augsburg gesagt. Denn im Unterschied zu Sekretärinnen in weltlichen Betrieben erfüllen sie noch Aufgaben, die weit über Verwaltung und Organisation hinausgehen. Das beginnt mit christlicher Nächstenliebe und hört mit der Vermittlung von Seelsorge noch lange nicht auf. Wir waren beim diözesanen Pfarrsekretärinnentag in Augsburg mit dabei. Es war schon beeindruckend zu sehen, wie viele Pfarrsekretärinnen es im Bistum Augsburg gibt. Zum diözesanweiten Tag dieser Berufsgruppe waren sie in die Basilika St. Ulrich und Afra gekommen. Sie haben gemeinsam mit Generalvikar Harald Heinrich einen Gottesdienst gefeiert und natürlich auch das 20-jährige Bestehen des Verbandes der Pfarrsekretärinnen und Sekretäre im Bistum Augsburg. In seiner Predigt machte Generalvikar Heinrich deutlich, wie wichtig ihre Arbeit ist. Er sagte, dass die Pfarrsekretärinnen schon auch so das Gesicht, ja, das Aushängeschild, welches Bild man immer verwenden will, weil sie einfach die sind, die telefonisch oder auch persönlich den Erstkontakt mit den Menschen, die eben Kontakt suchen, die etwas brauchen, die ein Anliegen haben, kommen. Man darf das nicht unterschätzen. Ich glaube, dass im Pfarrbüros bei aller Digitalisierung, die wir heute noch haben und die auch praktisch ist mit E-Mails und so weiter, schon immer noch viel der persönliche Kontakt da ist, weil einfach Menschen bewusst ins Pfarrbüro gehen. Da auch der Pfarrsekretärin, da geht es ja nicht bloß um die Sache selber, sondern auch Begegnung. Und darin liegt schon eine große Stärke und das müssen wir uns auch bewahren. Und zu dieser Stärke tragen die Pfarrsekretärinnen quasi jeden Tag bei. So wie zum Beispiel im Büro von St. Max in Augsburg.
Hier arbeitet die Pfarrsekretärin mit dem klangvollen Namen Emma Raquel aus Sehr der Handschuh. Sie kümmert sich neben Telefonaten und Verwaltungsaufgaben eben auch um die Menschen, die mit ihren Anliegen zu ihr kommen. Einen Verband für die Pfarrsekretärinnen im Bistum Augsburg gibt es seit genau 20 Jahren. Und in diesen 20 Jahren war Ulrike Jürges die Vorsitzende dieser Berufsgruppe. Jetzt wurde sie in den Ruhestand verabschiedet, im gebührenden Rahmen und mit stehenden Ovationen. Die Aufgaben des Verbandes bleiben aber auch nach ihrem Abschied dieselben. Wir sind einfach da, um mit Rat und Tat den Kolleginnen zur Seite zu stehen. Und wenn sie neu sind im Vorbüro und es kommt ein Todesfall, und dann ist das verständlicherweise nicht so gut. Und dann kann man halt schnell bei uns anrufen, habe ich das richtig gemacht oder wo kann ich noch anrufen. Und für die Sorgen und Nöte sind wir natürlich auch da. Für andere da zu sein und ihnen zu helfen. Diese Aufgaben erledigen Pfarrsekretärinnen seit vielen Jahren. Und sie erledigen sie offensichtlich gerne. Der Beruf der Pfarrsekretärin ist ein toller Beruf. Das ist eine Berufung eigentlich. Man hat viel mit Leuten zu tun. Also es ist eigentlich ein Traumberuf, wenn man für das gemacht ist. Man hat Gutes und weniger Schönes. Klar, man hat Beerdigungen, man hat Taufen, man hat Trauungen. Es ist einfach ein toller Beruf. Ich mache es richtig gern, weil ich finde, man kann beides verbinden, Glaube und dass man Menschen helfen kann. Und das ist eigentlich das der Grundsatz vom Pfarrbüro. Jeder, der wo andere ruft, der hat ja Anliegen und wir können eigentlich meistens alle helfen. Ich finde es wahnsinnig abwechslungsreich. Also man kommt mit Leuten zusammen, man ist immer ganz nah am Menschen. Also es gibt natürlich auch manchmal traurige Sachen. Also es gibt ganz nette, lustige Sachen. Es gibt aber auch traurige Sachen, wo man einfach ganz nah am Menschen dort ist. Der Gottesdienst und vor allem die anschließende Vollversammlung der Pfarrsekretärinnen war geprägt von vielen Begegnungen, aber auch von der Frage nach der zukünftigen Ausrichtung dieses Berufs. Im Zuge dieser Pfarreiengemeinschaftsbildung und Zusammenführung von Pfarrbüros ist es natürlich ein Beruf, der eminent wichtig geworden ist. Als Bischof Bode hat mir gesagt, das ist das Gesicht der Pfarrei, die Pfarrsekretärin. Und wir haben da auch die Fortbildung ein Stück weit umgestellt, dass dieser pastorale Aspekt mit reinkommt. Also da beginnt Seelsorge letztlich im Pfarrbüro. Und das ist uns auch ein ganz wichtiger Aspekt. Die Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre im Bistum Augsburg können also zuversichtlich in die Zukunft schauen. Wie wichtig ihre Arbeit ist, wurde in dieser Woche noch einmal sehr deutlich gemacht. Weitere Neuigkeiten und Nachrichten der vergangenen Woche haben wir jetzt für Sie kurz zusammengefasst. Die Sternsinger haben mit ihrer diesjährigen Sammlung rund um den Dreikönigstag das höchste Ergebnis in der Geschichte der Aktion erreicht. Bundesweit kamen 48,8 Millionen Euro zusammen, rund 2 Millionen mehr als im Jahr davor. Im Bistum Augsburg waren 885 Gruppen unterwegs. Unter dem Motto »Von Kindern für Kinder« sammelten die Jungen und Mädchen 3,375 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte in der einen Welt. Auf die Spendenbereitschaft der Menschen hofft auch die Caritas für ihre diesjährige Herbstsammlung. Start war am heutigen Sonntag mit der Kollekte in den katholischen Gottesdiensten. Zusätzlich werden von Montag bis kommenden Sonntag Frauen und Männer in den Pfarrgemeinden von Haus zu Haus gehen und Spenden für Menschen in Not sammeln. Diözesan-Caritas-Direktor Andreas Mack fordert zu einem sozialen Miteinander auf. Das Miteinander ist nur so gut wir die Mitmenschen mitnehmen, die in einer sozialen Schieflage stecken, sich ausgeschlossen und ausgegrenzt fühlen, so Mack. Neben der klassischen Haussammlung der Caritas gibt es bei der diesjährigen Herbstsammlung noch etwas Neues. In verschiedenen Geschäften werden, so wie hier in der Pfarrei Kriegshaber, Spendenhäuschen aufgestellt. Dort können die Kunden gleich beim Einkauf ihre Spende einwerfen. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir die Caritas-Sammlung ein bisschen ausdifferenzieren können, neue Wege finden können. So ist die Idee dieses Spendenhäuschens entstanden. Und uns freut es, dass Behinderte in den Ulrichswerkstätten Eichach und in Augsburg-Hochfeld diese die dann gebaut haben, sodass wir jetzt insgesamt 120 Stück an 15 Vereinen verteilt haben. Und jetzt sind wir gespannt, welches Ergebnis wir dabei erzielen.
Sollten sich die Spendenhäuschen bewähren, wird die Caritas dieses Konzept auch in Zukunft weiterführen. Die Spenden kommen genauso wie bei der Haussammlung Menschen in Not zugute. Der Gedenktag des heiligen Michael ist der 29. September. Genau an diesem Tag, am kommenden Samstag, beginnt die 135. Michaelidult in Augsburg. 9 Tage lang werden bei diesem großen Freiluftkaufhaus wieder 123 Händler ein breites Warensortiment zeigen. Auch das Thura-Michele auf dem Augsburger Rathausplatz gehört zum 29. September. Es zeigt den Erzengel Michael im Kampf mit dem Teufel. Das Thura-Michele wird schriftlich zum ersten Mal im Jahr 1616 erwähnt. Das Figurenspiel ist nur einmal im Jahr zu sehen. Heute ist meteorologischer Herbstanfang. Vielleicht zieht es Sie jetzt Ende September, Anfang Oktober bei milden Temperaturen ja auch noch mal in die Berge. Viele Bergmessen laden dazu ein, die Schöpfung zu genießen. Insbesondere am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, findet eine ganze Fülle an Bergmessen statt. Mit Blasmusik, Jodlergruppen oder Alphornbläsern musikalisch umrahmt. Alle Termine finden Sie in der Bergmessenbroschüre auf der Internetseite des Bistums. Ebenfalls am 3. Oktober lädt die Pfarrgemeinde Burgberg bei Oberstdorf zur Fußwallfahrt ein. Es geht hinauf zur Schöllanger Burgpfarrkirche. Die Wallfahrt geht auf eine Art Gelübde aus dem Jahr 1774 zurück. Wegen der Gefahren des Wustbachs sei für ewige Zeiten ein Kreuzgang zur Schöllanger Burg zu machen, heißt es. Falls Sie die etwa 13 Kilometer lange Strecke mitgehen wollen, Treffpunkt ist um 6 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich in Burgberg. Die Messe beginnt um 10.30 Uhr. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über ein Kleinod im Benninger Ried. Die kleine Kapelle steht dort seit 800 Jahren. Und wir sprechen über Burnout, ein Symptom, das in unserer Leistungsgesellschaft inzwischen weit verbreitet ist. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Burnout, das heißt wörtlich übersetzt ausgebrannt. Aber was steckt hinter dem Begriff wirklich? Was bedeutet es für einen, wenn er oder sie ausgebrannt ist? Wie äußert sich das oder was hat das für Folgen? Wer das nie selbst erlebt hat, hat wahrscheinlich Schwierigkeiten, Verständnis zu entwickeln. So wie bei Depressionen auch. Da sagt man schnell, komm, reiß dich doch zusammen. Aber so einfach ist es nicht. Wir haben mit Martina Lutz von der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensfragen hier im Bistum darüber gesprochen. Frau Lutz, ist Burnout was Neues oder gab es das auch schon früher oder ist das eine neue Erfindung unserer Gesellschaft? Es ist sicher kein neues Phänomen. Ich denke, es ist ein Phänomen, das unsere Menschheit von Anfang an begleitet hat. So dieses Gefühl, dass die Anforderungen, die an mich gestellt werden, viel zu hoch oder auch viel zu niedrig sind, das ist was, was es schon immer gegeben hat. Und verbunden so mit diesem Gefühl, dass man sehr wenig Sinn in dem entdecken kann, was man so tut und was man erlebt. In frühere Generationen haben andere Begriffe dafür gehabt. Also gerade zur Zeit des Ersten Weltkriegs war das Krankheitsbild der Neurasthenie, also wörtlich schwache Nerven, sehr verbreitet. Angeblich litt auch Kaiser Wilhelm II. Darunter. Und das sieht man heute als Vorläufer von Burnout an. Wie groß ist denn das Phänomen? Ist es eher ein Randproblem in unserer Gesellschaft oder sind viele Menschen betroffen? Also Randphänomen ist es sicher keines, weil wir eine sehr große Leistungsgesellschaft geworden sind, höher, weiter, schneller. Und wenn Sie sich auch mal Begriffe anhören, Performance ist ein neuer Begriff, wortwörtlich heißt es Aufführung. Also es geht darum, wie ich mich präsentiere und es geht immer weniger darum, wer ich denn auch wirklich bin.
Dann frage ich gleich nochmal nach, wie viele Menschen sind denn tatsächlich bei uns betroffen? Also es gab im Jahr 2012 eine Studie des Robert-Koch-Instituts und die kam zu dem Ergebnis, dass im Lauf ihres Lebens ungefähr 4,4% aller Deutschen über 18 einmal einen Burnout erleiden. Wenn man aber Menschen fragt nach dem Gefühl des Ausgebranntseins, dann sagen viel mehr Menschen, sie kennen das Gefühl, ausgebrannt zu sein. Und da merkt man eben, es gibt einen Unterschied zwischen dem persönlichen Erleben und dem Krankheitsbild. Was man auch weiß, ist, dass das ein sehr deutsches Phänomen ist, dass es in anderen Ländern der Begriff entweder gar nicht bekannt ist oder sehr spezifiziert wird auf Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Und was man auch weiß, dass es eher Frauen trifft als Männer. Allerdings könnte man es auch damit erklären, dass Frauen eher geneigt sind, sich schneller Hilfe zu holen, wo Männer sich manchmal immer noch schwer tun, weil es mit Männlichkeit nicht gut zu verbinden ist. Woran erkenne ich denn, ob ein Freund oder ob ein Partner von Burnout betroffen ist? Was sind denn so die Anzeichen tatsächlich? Also was man so merkt, ist so eine erhöhte Reizbarkeit, so ein sehr durchgängig negatives Menschenbild und Weltbild, dass auch zum Beispiel sehr abfällig über andere Menschen gesprochen wird, dass die Empathie verloren geht für andere Menschen und dass auch so die generelle Wahrnehmung nicht mehr sehr weit ist. Und auch so psychosomatische Beschwerden, Rückenschmerzen und so weiter, das können so Anzeichen für einen Burnout sein. Und wenn ich da jetzt als Angehöriger, als Freund hilfreich sein will, ist es ganz wichtig, erstmal mir klarzumachen, ich übernehme da keine Verantwortung. Die bleibt bei diesen Menschen selber. Und letztendlich kann ich ihm nur sagen, hör mal, mir fällt auf, es ist nicht gut, was du da tust, in der Hoffnung, dass dieser Appell gehört wird und dieser Mensch sich entweder Hilfe holt oder sein Leben und sein Arbeiten überdenkt. Und was kann man dann wirklich tun? Wo kann ich Hilfe bekommen? Also es ist so, dass sich sowas zum Beispiel auch in Gesprächen bei uns an der Beratungsstelle zeigt. Und es kann dann unter Umständen schon notwendig sein, dass man das weiter abklärt. Weil hinter Burnout kann sich auch eine ernsthafte psychische Erkrankung verbergen. Und da ist der Weg zum Arzt, also entweder ein guter Hausarzt, ein Psychiater oder auch ein Psychotherapeut, ist dann der richtige Weg. Die Aufgabe der Beratungsstelle ist dann hauptsächlich so in der Begleitung der Angehörigen oder in der Prävention, wenn es uns also in Gesprächen auffällt. Weil manchmal ist der Weg zur Beratungsstelle erstmal niederschwelliger, als gleich zum Arzt zu gehen. Also hier präventiv mit den Menschen zu arbeiten. Wie können sie denn ihr Leben überdenken? Wie können sie denn wieder Sinn in dem entdecken, was sie tun? Sie haben das Wörtchen Sinn ganz oft erwähnt. Was kann ich denn prophylaktisch tun tatsächlich? Also es gibt eben Untersuchungen, die belegen, dass Menschen weniger von Burnout betroffen sind, wenn sie das Gefühl haben, Sinn in ihrem Handeln zu entdecken und Sinn in ihrer Arbeit. Und es geht da nicht unbedingt um die ganz großen Sinnhorizonte, sondern wirklich sowas wie, ich verkaufe meine Semmeln freundlich und ich kriege ein positives Feedback von Kunden. Das kann schon dieser Sinn sein. Was man noch des Weiteren weiß, ist, dass Strukturen hilfreich sind. Also deswegen ist es auch so, dass Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, häufiger betroffen sind, weil es so schwer ist, nicht mehr an die alten Menschen zu denken, denen es vielleicht nicht so gut geht, wenn ich zu Hause bin. Und da so Strukturen einzuführen und zu sagen, so und jetzt ist aber Feierabend und ich lasse meine Arbeit zu Hause, das ist was Wichtiges. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, kriegen wir Anerkennung für das, was wir tun? Werden wir da wertgeschätzt und haben wir Gestaltungsspielräume? Also es macht so viel Unterschied, ob ich meine Arbeit so tun kann, wie ich sie möchte, oder ob ich ganz genau vorbeschrieben kriege, wie welcher Schritt zu gehen ist. Da fühlen wir uns als Personen immer wichtig und das ist für uns nicht gut als Menschen. Die Riedkapelle in der kleinen Gemeinde Benningen im Unterallgäu ist das, was man sich gemeinhin unter einem Kleinod vorstellt.
Das Gotteshaus liegt ein bisschen versteckt zwischen Memmingen und Otto Beuren. Der Ort verbindet Glaube mit unberührter Natur und erzählt seinen Besuchern viel Spannendes über die Region. Und am Ende nimmt man ein ziemlich gutes Gefühl mit nach Hause. So ging es zumindest uns, als wir der Benninger Riedkapelle anlässlich ihres 800-jährigen Jubiläums mal einen Besuch abgestattet haben. Die Spätsommersonne taucht die Wallfahrtskirche an diesem Vormittag in ein ganz wunderbares Licht. Regelrecht stolz, so scheint es, ragt sie dem blauen Himmel empor. Zu Recht, denn die denkmalgeschützte Riedkapelle zum hochwürdigen Gut, wie sie ganz offiziell heißt, ist das Wahrzeichen der kleinen Gemeinde Benningen im Unterallgäu. Das historische etwa 300 Jahre alte Mesnerhaus und die einzigartige Natur des Schutzgebietes Benninger Ried drumherum, all das macht das Kleinod komplett. Hier ist ein besonderer Ort, weil es eben mehrere Dinge miteinander vereint. Wir haben auf der einen Seite die Kapelle, auf der anderen Seite haben wir dann zur Information auch unser Museum und die ganze Natur hier drumherum ist einfach idyllisch. Wer die Riedkapelle betritt, der staunt nicht schlecht, denn kaum einer würde einen so kleinen und auch künstlerisch so reich bestückten Kirchenraum erwarten. Besonders farbenprächtig ist die kassettierte Holzdecke aus dem 17. Jahrhundert. 48 unterschiedlich große Felder widmen sich dem Opfertod Jesu und dem daraus entstandenen Sakrament der Eucharistie. Das ovale Mittelfeld zeigt eine Monstranz mit der Hostie, den Gekreuzigten und die Heiliggeisttaube, außerordentlich filigran umgesetzt. Ein erster Hinweis auf die Entstehungsgeschichte der Riedkapelle, der ein Hostienwunder zugrunde liegt. Wir hatten hier im Jahre 1215, 1216 zwei Müller, den oberen und den unteren Müller. Und der obere Müller war ein fleißiger, rechtschaffener Mann und der untere, ja, der dann halt nicht so. Und der war seinem Kollegen ziemlich neidisch und hat deswegen dann in der Kirche in Benningen bei der Kommunion die Hostie mitgenommen und hat sie seinem Kollegen in die Nähe des Mühlsteins gelegt und hatte dann die Hoffnung, dem passiert jetzt ein Unglück. Die lag dann da ein ganzes Jahr unbemerkt und deswegen hat er dann die Hostie ein Jahr später direkt unter den Mühlstein gelegt. Und als jetzt unser guter Müller, bezeichnen wir jetzt mal, die Mühle in Gang nehmen wollte, erklang dann im Haus eine Stimme, male nicht, hier werde ich das höchste Gut zermahlen. Die Hostie soll schließlich, so die Legende, in den Händen des Pfarrers geblutet haben. Das war der Anstoß für den Bau der Kapelle im Jahr 1218. Bildhaft dargestellt wird das Hostienwunder auf den Ölgemälden rund um den Altar. Der aus Memmingen stammende Barockmaler Johann Friedrich Sichelbein soll sie gemalt haben, um den Menschen in damaligen Zeiten, als noch die wenigsten lesen und schreiben konnten, die Entstehung ihrer Kirche näher zu bringen. Es funktionierte, denn im Laufe der Jahrhunderte pilgerten immer mehr Gläubige hierher, um die schützende Kraft der Wallfahrtskapelle zu spüren. Bis heute ist sie außerdem Anziehungspunkt für Kunstinteressierte, Ausflügler und für solche, die die Schönheit und Strahlkraft dieses Ortes zu schätzen wissen. Die Kirche gehört inzwischen der Gemeinde Benningen, weil zu Zeiten der Säkularisation 1802 wäre die Kirche beinahe abgerissen worden und die Gemeinde Benningen hat sie gekauft. Man kann jetzt zum Beispiel hier Hochzeiten feiern oder Taufen, gibt es ganz viele, ist es sehr beliebt, Maiandachten. Und in den Sommermonaten ist hier immer am Freitagabend der Gottesdienst. Aber nicht nur die Kirche ist sehenswert. Auch der Ort, an dem sie steht, lockt die Menschen an. Denn zwischen Memmingen und Otto Beuren ist das Naturschutzgebiet Benninger Ried beheimatet. Es ist das größte zusammenhängende Quellgebiet Bayerns. Ein sogenannter Kalkquellsumpf, der aufgrund seiner Größe und seiner Qualität einzigartig ist. Seit 1999 wurde das 22 Hektar große Areal sogar zum europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 hinzugefügt, denn die besonderen Standortbedingungen bringen auch eine einzigartige Flora und Fauna hervor. Hauptsächlich wächst da drinnen das sogenannte schwarze Kopfried oder auch das Schneidried.
Dann haben wir natürlich hier viele Tiere und Pflanzen, die zum Teil auch auf der roten Liste stehen. Die bekannteste davon ist die Riednelke, die Ameria purpurea oder auf Deutsch die Purpurgrasnelke. Die gibt es auf der ganzen Welt definitiv nur noch hier bei uns in Beningen. Und deswegen sind wir da auch ein bisschen stolz drauf und haben die auch in unserem Gemeindewappen. Insgesamt 87 Tier- und Pflanzenarten leben im Benninger Ried. Tiere und Pflanzen, die weltweit vom Aussterben bedroht sind. Hier in dieser geschützten Umgebung soll das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Besucher haben hier rund um die Riedkapelle die Möglichkeit, die unberührte Natur des Unterallgäus zu erleben. Kein Wunder also, dass die Kapelle zum hochwürdigen Gut genau hier ihren Platz gefunden hat. Wer durch Augsburg läuft, den Blick immer nur geradeaus gerichtet, dem entgehen sie, all die Marienfiguren an den Hauswänden. Hausmadonnen heißen sie und es gibt viele von ihnen, vor allem in der Innenstadt. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Madonnen nach und nach wieder herzurichten, zu katalogisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie haben den Wert dieser stummen Zeitzeugen längst erkannt. Und deshalb haben wir beim Spaziergang durch Augsburg unseren Blick auch einmal ganz aufmerksam nach oben gerichtet. Die Hausmadonnen an den Innenstadtfassaden gehören so selbstverständlich zum Augsburger Stadtbild, dass man sie kaum noch wahrnimmt. Dabei haben sie viel zu erzählen. Anhand von Auswahl, Größe oder Wert einer Figur lässt sich etwas über den sozialen Status oder die Religion der Hausbewohner ablesen. Denn ihnen selbst war es überlassen, ob und welchen Heiligen sie anbringen. Somit sind Hausheilige häufig ein Merkmal der Individualisierung. Erstrangig ging es aber darum, Haus und Bewohner unter einen besonderen Schutz zu stellen. Dass man ein Haus unter einen Schutz stellt, ist in allen Kulturen vertreten. Dass man schaut, dass das Haus, wenn es fertig ist und bewohnt wird von einer Familie, eben auch so etwas wie einen höheren Schutz, nicht nur eine Feuerversicherung hat, sondern auch eine himmlische Versicherung. Und da sind Hausheilige natürlich ein beliebtes Thema. Wobei in Augsburg eben auffällt, dass die klassischen Hausheiligen, also der Florian oder der Christophorus oder andere traditionelle Hausheiligen in Augsburg so viel wie nicht vorkommen. Das ist ungewöhnlich, beim Blick auf die Augsburger Geschichte aber nachvollziehbar. Da die Stadt zu jeder Zeit eine Stadt beider Konfessionen war, war es letztendlich Maria, auf die man sich in der Bevölkerung einigen konnte. Somit wird entlang der Hausfassaden auch die Geschichte einer konfessionell geprägten Stadtgesellschaft neu erzählt. Denn auch die Madonnenfiguren selbst unterscheiden sich im Typus stark voneinander. Die wichtigste, die in Augsburg vertreten ist, ist die Immaculata. Das ist ein Typus, auf den man sich offensichtlich überkonfessionell geeinigt hatte, während die Altöttinger natürlich in Augsburg tabu ist bis 1806, bis Augsburg bayerisch wird, dann kommt auch das Altöttinger Gnadenbild plötzlich in Mode. Es gibt aber auch Gnadenbilder natürlich, die Maria Hilf Madonna aus Passau bzw. Innsbruck, markante Madonnentyp wie die Madonna vom Siege, die mit dem Kreuz auf den Drachen, also auf die Protestanten einsticht, die wäre in Augsburg nicht möglich, wenn man in das erzkatholische, jesuitische Ingolstadt geht, steht die dort an jeder zweiten Hausfassade. Zu den wohl schönsten Exemplaren in Augsburg gehört Maria Immaculata in der Jesuitengasse 12. Es war ein Auftrag des Künstlers Ergot Bernhard Bendel. Anfang des 18. Jahrhunderts gehörte er zu den besten Bildhauern seiner Zeit. Seine unglaublich bewegte und elegant verzückte Immaculata. Man kann ablesen, dass es ein sehr prominenter Auftrag war, nämlich von den Jesuiten, die dort ihr Kolleg betrieben haben. Drüber ist ja der kleine goldene Saal, der Kongregationssaal der Jesuiten. Und das ist natürlich ein nobler Auftrag und entsprechend nobel ist die Figur auch geworden. Also das ist schon erster Rang in unserer Gruppe der Hausmadonnen. Über 200 verschiedene Hausmadonnen verteilen sich heute noch gleichmäßig im Augsburger Stadtgebiet. Vor allem in der Nähe von Kirchen und Klöstern sind sie nicht zu übersehen. So gleicht der hohe Weg hin bis zur Domkurve gerade zu einem Parcours der Hausmadonnen. Für die Alt-Augsburg-Gesellschaft ist es dabei nicht wichtig, ob kostbar oder schlicht. Seit den 1980er Jahren haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, alle Figuren zu dokumentieren und zu bewahren. Wir haben auch Hausheilige der verschiedensten Qualitätsstufen. Es gibt ganz einfache, die früher sich ja auch schon
preiswert waren. Und wir haben unglaublich edle, teure Beispiele, die sich sicher nur reiche Leute leisten konnten. Wobei es sowas gibt wie gesunkenes Kulturgut, das eine unglaublich teure Madonna heute an einem einfachen Haus ist, weil sie offensichtlich secondhand an diese Hausfassade hinkam. Und so lohnt es sich, bei einem Spaziergang durch die Innenstadt öfter einmal suchend an den Hausfassaden entlang zu schlendern. Schließlich leisten die Hausmadonnen einen wertvollen Beitrag zum religiösen Kulturerbe Augsburgs. Und nicht zuletzt sind sie einfach kleine Kostbarkeiten, die den Charme der Stadt ausmachen. Das war's auch schon wieder von uns für diese Woche. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.